Alex. Die aktuelle Live-Show. Gäste und Themen heute. Efraim Kishon, Schriftsteller über Gott und Alimente. Jochen Wolf, Ex-Minister über Schicksalsschläge und Skandale. Angela Merkel, CDU-Generalsekretärin über Niederlagen und Hochzeiten. Gunda Ebert, Krimikommissarin über Leidenschaft und Schießereien. Katja Kessler, Bildreporterin über Männer und Miezen. Und Liane von Pein. Ja, guten Abend, willkommen bei Alex. Delikat, delikat. Er ist der meistgelesene Satiriker der Welt und nun ist er verwickelt in einen Vaterschaftsprozess hier in Berlin. Da geht es natürlich um saftige Alimente und ich freue mich, dass er heute Abend hier bei uns dazu Stellung nimmt. Ich begrüße den Schriftsteller Efraim Kishon. Guten Abend. Guten Abend. Man muss so aufpassen, ja? Wenn jemand geschossen hat, dem Fernsehapparat, ja? Bevor wir auf den Prozess kommen, eine Frage, die uns wahrscheinlich sogar dahin führt. Glauben Sie an so etwas wie Windbestäubung oder die unbefleckte Empfängnis? Ist das dasselbe? Sie sind der Spezialist durch Ihr neues Stück. Sie zitieren von meinem Stück, ja. Also, was ist nach Ihrer Meinung? Sie haben mein Stück gesehen. Also glaube ich oder nicht? Sie sollen sagen, ob Sie dran glauben oder nicht. Na gut, wenn die Zuschauer es nicht verstanden haben, das ist mein Fiasko. Ja? Sie glauben nicht dran, deswegen soll Gott auch Alimente zahlen. Darum geht es ja, in diesem Stück. Ja, aber er sagt, er zahlt Alimente, dass die Leute nicht sagen sollen, dass er keine Kinder erzeugen kann. Ja? Er will immer seine Manneskraft beweisen in Ihrem Stück. Gute Presse hat er gemacht eigentlich, ja. Aber ich habe es nie gesagt, wer ist der Vater. Also das Stück heißt Der Vaterschaftsprozess des Josef Zimmermann, läuft hier in Berlin auf der Bühne, genauer gesagt in der Tribüne. Und wir gucken mal kurz rein. Oh, wo kann ich es sehen? Ja. Und wer hat dir das Kind angedreht? Hä? Schrei nicht! Ich schreie so viel ich will, ich bin dein Mann! Ja? Oh. Götzendienst! Was also, meine Herren, weisen, ist in jeder Nacht geschehen. Und ich? Bin ich etwa kein Mann? Du bist eher mein Männchen. Der Daddy des Messias! Aber wir haben hier Beweismittel zweier namhafter Evangelisten vorliegen. Jesus wurde niemals in Bethlehem geboren. Er wurde gar nicht geboren. Die Frage, die noch immer offen bleibt, lautet also, wer ist die Mutter? Ja, mit wunderbaren Schauspielern ist es noch die ganze Spielzeit hier in Berlin zu sehen. Maria unterscheidet zwischen Mann und Männchen. Was ist denn der Unterschied? Na, dass jede verheiratete Frau weiß das, ja. Und was sind Sie? Wie? Was sind Sie? Ich bin in der Mitte. Für mich bin ich ein Mann, für meine Frau ein Männchen. Ah ja. Und der liebe Gott ist für Sie ein sonderbarer alter Knochen. Wollen Sie uns? Das habe ich nie gesagt. Alter Knochen kommt vor. Ein alter Knochen, wer? Na, das sagt nur der Josef. Ja, ja. Ja, aber ich, das nicht ich. Ja. Wollen Sie uns zeigen, dass Ihnen nichts heilig ist? Oder warum machen Sie sich auch noch über den Allmächtigen lustig? Ich mache ihn nicht lustig. Ich mache lustig über Leute, über die Menschheit, ja, die so vorstellen, der liebe Gott, wie ich es da vorgeführt habe, ja, dass der liebe Gott ist in unsere Gestalt geschafft, ja, und es muss ein älterer Herr sein mit Bart und ja, er ist schon ein sehr sonderbarer Typ. Ich lache nicht über lieber Gott, weil ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich lache über die Leute, wie sie es vorstellen, ja, alle Religionen zusammen. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass da etwas Missgunst dabei ist. Sie geben selber zu, bei all Ihrem Erfolg, den Weltbestseller hat nun mal der liebe Gott geschrieben, nämlich die Bibel. Sind Sie neidisch? Ja, das hat ein größerer Bestseller, ohne Zweifel. Ja, aber der Gott hat bessere Presse, wie ich gesagt habe. Ich habe über die Bibel auch ein Buch schon geschrieben und das jetzt, dieses Stück habe ich über das Neue Testament, ja, welcher ebenso interessant ist, obwohl nur eine Fortsetzung ist. Sie nennen sogar in Ihrem Stück, also eine der Personen sagt, Gott der alte Bock. Das ist ja nicht sehr respektvoll. Wie würden Sie reagieren, wenn man Sie so nennt?
Man nennt mich so. Ja, aber ich würde sagen, dass in einem Stück kann man nicht so beurteilen, dass jedes Wort, welches auf der Bühne gesagt wird, das ist die Meinung von der Schriftsteller. Ja? Er sagt eben, der Josef, der ist ein sehr hektischer junger Mann und er sagt verschiedene Beleidigungen, welche sofort zurückgewiesen ist von dem Richter, der übrigens hier sitzt. Er ist der Direktor von Tribüne, den natürlich habe ich als Hauptdarsteller sofort genommen. Und er spielt den Richter, wie Sie es auch gesehen haben. Und er lässt ihm nichts und sagt, er wird ihm entfernen von dem Saal, wenn solche Ausdrücke. Frau Merkel, Sie als Pfarrerstochter, könnten Sie über Gott lachen und Gott als alten Bock und harten Knochen irgendwie genießen? Na, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob die Vorstellung von Gott wirklich immer die vom alten Mann ist. Und muss man anschauen, die Vorstellung. Weil Sie immer gesagt haben, so stellen sich die Menschen Gott vor, einen alten Mann. Ja. Und das ist natürlich auch so die herkömmliche Vorstellung. Aber wenn man durch die Schulen der feministischen Theologie in Deutschland mal gegangen ist, dann kann man sich vorstellen, dass er nicht unbedingt ein alter Mann sein muss. Eine alte Frau muss er sein. Nein. Die finden dann, dass es auch eine jüngere Frau sein könnte. Ich glaube, das können wir hier nicht zu Ende diskutieren. Ich wollte auf den alten Bock nochmal kommen. Sie sagt, man nennt sie so. Wir haben sogar eine junge Dame. So klein ist die Welt, beziehungsweise so viele Frauen kennen Sie. Der haben Sie mal ein Geständnis gemacht. Frau Kessler ist nämlich bei der Bild-Zeitung und deswegen wurde ihr Geständnis auch gleich zur Schlagzeile. Ja. Vor einem Jahr haben Sie gesagt zu ihr, auch mit 73 liebe ich noch die Frauen. Wie viele denn? Warten Sie, liebe Leona, jetzt kommt's raus. Ich habe es nicht gesagt, Sie haben nur in der Zeitung gelesen. Ja? Das ist nicht dasselbe. Ja? Also lieben Sie sie oder nicht? Auch mit 73? Schauen Sie, ich bin schon mehr als 73. Und sagen wir so, ich noch immer bewundere die Frauen, besonders unsere Schwäche als Männer. Ja. Stimmt es, Frau Kessler, hatte Sie damals Süßi genannt? Ja, ich fand es sehr schmeichelhaft. Wir haben uns getroffen in einem Hotelzimmer im Hotel Atlantik. Ja, ja. Wir hatten eine nette halbe Stunde interviewtechnisch. Und Sie haben ihn gefragt, ob er nach 40 Jahren inzwischen gerne anderen Mädchen nachschaut. Und Herr Kiesch und Sie sollen gesagt haben, natürlich, genauso wie ich gern Autos und Hunde anschaue. Was schauen Sie denn liebsten an? Meine Liebe, ich habe geantwortet, und das können Sie auch bestätigen, ich habe geantwortet, dass ich bin zwar verheiratet, aber nicht blind. Das habe ich gesagt. Das stimmt. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Ja, das ich war auch. Ein ganz angenehmes Gespräch. Habe ich Sie auch nachgefragt über Ihr Leben und so weiter? Ja, ich erinnere mich. Er hat heftig geflirtet. Er hat es umgedreht, er hat mich zum Schluss interviewt. Ja. Aber letztendlich habe ich es dann doch wieder in die richtigen Pfade gelenkt und wir haben ein vernünftiges Interview zum Schluss zustande gekriegt. Ja, ja, ich erinnere mich. Vielen Dank. Es war nicht in Bild-Zeitung besonders. Anders als Gott, der die 10 Gebote geschrieben hat, ich meine, die wäre Ihnen wahrscheinlich nie eingefallen. Sie sagen nämlich zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Im Gegenteil, Sie sagen, alle Ehemänner dieser Welt lügen. Warum eigentlich? Das habe ich nicht gesagt, dass alle lügen. Ja. Aber fast alle. All Ihre Werke ziehen sich immer die... Es gibt auch impotente Ehemänner, ja. Nicht alle lügen, das ist nicht fair zu sagen. Aber sagen wir, dass die Mehrheit lügt, ja. Und die beste Ehefrau von allen lässt sich auch gern mal belügen? Das müssen Sie fragen, ja, ich weiß nicht. Aber schauen Sie, es gibt den Unterschied zwischen Lüge und Lüge, ja. Der Lüge von den Ehemännern sind in allgemeinem jemanden zu schützen, ja. Sich selbst? Ja, nicht selbst. Sie müssen nicht über Clinton sprechen. Es gibt noch einige Leute in der Welt, ja. Sie wollen den Frauen keine Schwierigkeiten, keine schlechte Laune und keine Enttäuschung verursachen. Was ist nicht in Ordnung, oder was? Doch. Ja. Frau Merkel, sie guckt mich so scharf an, weil sie wahrscheinlich beschäftigt ist oder so. Nee, weil ich weiß, dass Sie Ehrlichkeit besonders schätzen, haben Sie angegeben. Habe ich angegeben? Ja. Ja. Könnte sogar stimmen. Ehe, es gibt keine Ehrlichkeit. Ich bedauere es zu sagen, ich bin ein Fachmann. Ja, ich bin schon mit der besten Ehefrau von 49 Jahren verheiratet und
Und ich, dann ist es schon fix. Ja? Dann ist, so frisch verheiratet, wie Sie sind, desillusioniert er Sie? Frisch verheiratet ist eine andere Angelegenheit. Ja. Die monogame Ehe und die horrenden Einkommenssteuern, das sind ja zwei Punkte, die Sie seit Jahren durch alle Ihre Werke irgendwo monieren und mokieren. Was ist das größere Fiasko? Ungefähr dasselbe ist es. Ich glaube, ungefähr 60% der Männer gibt es zu, dass er Seitensprünge hat, ja, sagen wir so. Und 40% gibt es nicht zu. Ja, das ist der Unterschied. Bei Steuerzahlen, alle sind sehr ehrliche Leute, niemand gibt es zu, aber alle betrügen. Sie auch. Bitte? Sie auch. Nein. Ich betrüge nicht wegen moralischer Gründe, ja, weil da würde ich darauf pfeifen, sondern ich will nicht diese Vergnügen geben zu meine Verfolger, sagen wir in der Bildzeitung, schöne Schlagzeile, Efraim Kishon verhaftet, Steuer und so. Nein, geht nicht, leider geht es nicht. Ja? Nein, ich bin unglaublich pedant, zahle ich diese hohe Steuer, ja? Aber dann kann ich schreiben noch über den Steuer. Die Großverdiener, die Steuern hinterziehen bzw. ins Ausland gehen, haben Sie Verständnis dafür? Das hängt davon an, ja, was sind die Bedingungen in einem Land. In Amerika ist der Einkommensteuer zwischen 17% und 24%, ja, und niemand verlässt wegen der Einkommensteuer das Land. In Deutschland ist es ein wenig höher, ja. Und ich kann es verstehen, dass besonders, wenn man eine Beschäftigung hat, welche nicht ewig dauert, das heißt, ich habe keine Fabrik oder so etwas, ich kann verstehen, dass, schauen Sie, ich sage ein Beispiel, in Irland kann jeder Schriftsteller, wenn er sich niederlässt, muss keine Einkommensteuer zahlen. Bisher sind 300 englische Schriftsteller irisch geworden. Also ich kann es vollkommen verstehen. Die Einkommensteuer ist meiner Meinung nach eine absolut unmoralische Angelegenheit, weil es bestraft den Talent, die Fleißigkeit und die Ehrlichkeit. Ja? Mit diesem politischen Statement hören wir auf. Ich danke Ihnen, Herr Kishon. Sie ist in Potsdam geboren, lebt in Berlin und ist am Anfang einer vielversprechenden Filmkarriere. Sie hat dreimal bisher ermittelt als Kommissarin Lilly und jedes Mal 5 bis 7 Millionen Zuschauer erreicht. Aus der Mordkommission heute Abend bei uns, Gunda Ewert, hallo. Also bevor wir jetzt anfangen, über mich zu reden, muss ich jetzt etwas loswerden. Also ich freue mich gerade heute in dieser Runde zu sitzen, weil ich muss es jetzt einfach loswerden, Herr Kishon. Ich mit Ihnen nämlich groß geworden bin, also nicht mit Ihnen, sondern mit Ihren Geschichten. Und ich habe so viel richtig lustige Stunden mit meiner Familie gehabt durch Ihre Geschichten. Und da möchte ich Ihnen einfach nochmal ganz doll danken. Herr Kishon, von allen Damen und Herren. Ich liebe Sie. Ha 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 ha